Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal nochmal den Great Vault öffnen. Ich meine, es müssten jetzt nur Sachen aus der dritten Season drin sein. Es ist ja die vierte Season gestartet. Aber wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, kann ich quasi diese Münzen nehmen und dann schon mal mir zwei Sockel holen. Weil man kriegt ja, glaube ich, weiterhin 6 Münzen und man braucht, glaube ich, nur noch 3, um sich so ein Sockel-Item zu holen. Oder ich habe natürlich krasses T-Mock drin, dann werde ich vielleicht auch das nehmen. Aber ich würde sagen, wir gucken mal rein. Ah, warte mal, ich sollte vielleicht mein Inventar ein bisschen bereinigen, bevor wir das aufmachen können. Wir haben die ganzen Cell-Sachen hier drin. So, jetzt gucken wir mal. Also, wir schauen einmal in den Vault rein. Wird hier im Stream schon geschrieben, klappt nicht. Die Münzen sind grau, perfekt. Also geht das nicht. Okay, jetzt schauen wir mal, was ich hier so kriege. Es gibt, seht ihr, er hat vollkommen recht, die Münzen sind grau, aber die kann man verkaufen für 1000 Gold beim Händler. Also, was ich geplant hat schon mal nicht funktioniert, aber ich könnte mir hier Teile holen. Wait, habe ich das Elite-Set nicht komplett von der letzten Season? Ah, rufe Daten ab, Mönch steht in Klammern, Demon Hunter. Ah, man kann auch Teile rauskriegen von den anderen Rüstungsklassen? Interesting, das wusste ich gar nicht. Okay, und was ist hier drin? Hier ist ein Trinket drin. Wo ist denn das her? Aus solchen Sturz, aber das ist nicht gut, ne? Das habe ich noch nie gesehen. Ach, das ist ein Ausdauer-Trinket. Nee. Also ich werde sicher kein Ausdauer-Trinket nehmen. Ich würde sagen, dann nehmen wir halt von dem Elite-Set von einer anderen Rüstungsklasse das. Das werde ich eh sonst nicht mehr kriegen. Was nehmen wir? Schauen wir mal. Das sind Handschuhe, eine Hose und ein Gürtel. Komm, wir nehmen die Hose, hätte ich gesagt, oder? Die können wir für den meisten Gold noch verkaufen. Sonst hätte ich jetzt eigentlich diese Steinchen genommen, aber das Problem ist, wie es mir richtig gesagt wurde, die sind ausgegraut und dementsprechend klappt das nicht. Jetzt kriege ich hier noch einen Schlüsselstein. Ich habe letzte Woche extra noch schön einen 20er getimed gehabt. Habe jetzt schon länger keinen Plus mehr gespielt und habe da halt geschaut, dass ich noch einen Key mache, dass ich auch die Woche selber einen Schlüsselstein kriege. Sonst wäre das ein bisschen blöd gewesen. So, jetzt schauen wir mal die Hose. Die können wir eigentlich direkt weghauen. Die bringt mir nämlich tatsächlich gar nichts. Ich habe ja für einen Druid das komplette Elite-Set fertig, ne? Aber hier das Demon Hunter-Zeug wusste ich nicht, dass man kriegt. Hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr da in die Richtung gemacht. Dann hätte ich mir quasi die anderen Sets auch holen können, ohne die Klassen zu spielen. Naja, gut zu wissen. So, das können wir weghauen. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, wie schwer Mechagon ist. Ich war eben gerade schon in einem Karasan-Key drin, der so, naja, durchmischt lief, sagen wir es mal so. Und ja, jetzt werde ich mal die Tage so ein bisschen die neuen Dungeons ausprobieren und dann schauen wir mal, wie schwer die sind. Gut, fürs Opening war es das eigentlich schon. Mein Trick hat leider nicht geklappt. Falls ihr das jetzt nicht gemacht habt, habt ihr quasi nichts verpasst. Und ja, dann sehen wir uns in der Woche wieder, wenn es den ersten richtigen Loot aus Season 4 gibt. Und dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.